Das elektronische Auge des Gesetzes ist immer dabei. Heute Nachmittag, pünktlich zur Eingriffszeit, kurz nach 15 Uhr. Bad Kleinen Bahnhof. Zahlenmäßig ist das Verhältnis zwischen Polizei und Demonstranten etwa so wie das zwischen Polizei und Terroristen vor zwei Wochen. Wir wollen unsere Trauer, unsere Nähe und Verbundenheit mit Wolfgang öffentlich zeigen. Er hat mit uns und vielen anderen auf der Welt zusammen gekämpft. Für ein menschenwürdiges Leben und dass die Verbrechen des Imperialismus einmal ein Ende haben. Wir verhandeln hier miteinander. Wir wollen das Gleis gern haben, um drei Viertel. Warum sind denn das? Ja, weil sechs Züge kommen hier. Es kommt der ganze Zugverkehr durcheinander. Gar nicht wahr. Mal sicher. Aus abgesagt. Der ganze Zugverkehr fällt aus heute. Ja! Vier Festnahmen wegen Mitführens einer Axt und eines Benzinkanisters hatten den Trauerortstermin kurzzeitig angeheizt. Doch dann hatte die Reichsbahn das Anbringen einer Gedenktafel für den erschossenen Wolfgang Grams toleriert. Sie soll nach Abzug der Demonstranten gleichzeitig mit einer Gedenkstätte für den toten Polizeibeamten wieder abgeräumt werden. Dürfen wir Sie was fragen? Waren Sie denn bei dem Einsatz am Sonntag gegen Grams auch dabei? Keine. Für wen filmen Sie das? Keine Auskunft. Wie dicht kommen Sie denn ran? Wollen Sie das nicht sagen? Sie sind doch vermummt, Sie sind doch gar nicht zu erkennen. Sprach- und Gesichtslosigkeit haben zurzeit Konjunktur bei der Ordnungsmacht. Guten Abend, meine Damen und Herren. 44 Schüsse und eine unbekannte Anzahl von Nebelkerzen irritieren seit 14 Tagen die Republik. Der polizeiliche Chaoteneinsatz von Bad Kleinen hat außer zwei Menschenleben bisher zwei Amtsträger den Job gekostet und das Ansehen zweier Sicherheitsorgane gründlich ruiniert. Was auf dem Bahnhof des Provinznestes heute vor 14 Tagen tatsächlich geschah, wird von den Beteiligten auf Biegen und Brechen und bis zum Erbrechen vernebelt und vertuscht. Jüngstes Beispiel, die Videoaffäre. Erst am vergangenen Freitag, immerhin 12 Tage nach der Schießerei, wurde die Existenz von Tatortvideos offiziell bestätigt. Wie viele es davon gibt, wie lang sie sind, wer sie gemacht hat, was darauf zu sehen ist, schweigen im Walde. Sabine Deichsel und Jutta Lang über Schüsse, Lügen und Videos. Männer ohne Namen und Gesicht, Männer unter Verdacht. Die GSG 9 im Zwielicht. Immer und immer wieder waren die Männer in Übungen wie dieser darauf gedrillt worden, Verbrecher und Terroristen schnell und unblutig festzunehmen. Präzision, Professionalität und Disziplin, das Glaubensbekenntnis einer Elitetruppe. Er darf auf keinen Fall ein Abenteurer sein, der sich körperlich und auch im Macho-Wesen zu beweisen versucht. Er muss besonnen sein, bei aller Begeisterungsfähigkeit Zurückhaltung wahren können und abwägen können, bevor er handelt. Und er muss über ein überdurchschnittliches, technisch-praktisches Verständnis verfügen, sodass er sich komplexe Zusammenhänge einprägen und merken kann und mental danach auch verhalten kann, beim Vorgehen beispielsweise. Doch auf dem Bahnhof von Bad Kleinen war davon nicht viel zu merken. Die wilde Schießerei am 27. Juni gegen 15.30 Uhr kostete zwei Menschen das Leben. Bad Kleinen wurde zum Symbol für die Unfähigkeit deutscher Sicherheitsbehörden. Fest steht bisher nur, dass der mutmaßliche Terrorist Wolfgang Grams durch einen absoluten Nachschuss mit aufgesetzter Waffe ums Leben kam. Den Rest soll die Staatsanwaltschaft Schwerin klären. Dienstag, 6. Juli, früh am Morgen. Helikopter des Bundesgrenzschutzes bringen GSG-9-Beamte zur Vernehmung. Vermummt wie Autonome begeben sich die Herren zur Befragung. Auch dort müssen sie ihre Identität nicht preisgeben. Sie existieren nur als Nummern. Nummern, die sich auf versiegelten Briefumschlägen, die bei der Staatsanwaltschaft hinterlegt wurden, wiederfinden. Erst wenn sich die Verdachtsmomente gegen einen Beamten verdichten, wenn aus dem Zeugen ein Beschuldigter wird, darf der entsprechende Umschlag geöffnet werden. Erst dann wissen die Vernehmer den Namen. Doch trotz tagelanger Vernehmungen und Nachvernehmungen, trotz Säcken voll Beweismaterial, ein klares Bild des Tatablaufs haben die Ermittler bisher noch nicht. Immerhin, es gibt ein Video, das den verletzten Grams zeigt. Davon hatte bisher niemand etwas verlauten lassen. Der BKA-Mann, der auf dem Turm des Stellwerks postiert war, hatte angeblich nur ein Funkgerät. Dabei sind Dokumentationstrupps fester Bestandteil jeder größeren Polizeiaktion. Und das nicht nur bei Demonstrationen.
Doch in Bad Kleinen traf die Tatortgruppe nach Angaben des BKA erst gegen 22 Uhr ein. Das Video beginnt angeblich um 15.45 Uhr. Ein gewisser Widerspruch. Sind Sie denn darüber informiert worden, ob es Videomaterial gibt? Nein, ich habe nicht ausdrücklich danach gefragt, aber ich gehe davon aus, dass uns das gesagt worden wäre, wenn es vorhanden ist. Denn die Polizei muss ja ein vitales Interesse daran haben, die Darstellung des Vorganges, wie sie ihn gibt, wirklich lückenlos zu dokumentieren. Und darum nehme ich an, wenn eine Videokamera da gewesen sein sollte, wäre uns das gesagt worden. Wenn sich das natürlich als falsch herausstellt, dass eine Kamera verborgen worden ist bisher, das wäre alarmierend. Aber ich habe keine Veranlassung, das anzunehmen. Wie würden Sie das denn finden, wenn plötzlich Videomaterial auftaucht? Dann müsste man den Eindruck haben, dass die Tatsache einer Videoaufnahme dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages in zwei Sitzungen vorsätzlich nicht dargestellt worden ist. Auch der mittlerweile entlassene Generalbundesanwalt wusste nichts von Videos. Erst am Donnerstag lag in Karlsruhe ein Band vor. Darauf zu sehen, eine Lokomotive mit Einschusslöchern und leere Gleise. Absender des Bandes, das Bundeskriminalamt. Aufnahmen, die Wolfgang Grams zeigen, fehlten. Eine schriftliche Spiegel-TV-Anfrage beim Präsidenten des BKA am Freitagmittag blieb unbeantwortet. Die Fragen unter anderem, warum sind den Ermittlungsbehörden bisher nur Ausschnitte zur Verfügung gestellt worden und warum ist die Existenz solcher Aufnahmen bisher verschwiegen worden? Das BKA leitete das Fax an das Bundesinnenministerium weiter. In Bonn kam Bewegung in die Sache. Der Vorsitzende des Innenausschusses bekam einen Tipp. Seit wann wissen Sie denn, dass es Videomaterial gibt? Seit gestern. Wer hat Ihnen das mitgeteilt? Das möchte ich nicht sagen. Ist es aus BKA-Kreisen gekommen? Nein. Das heißt eher hintenrum? Hintenrum, ja, wie das so üblich ist heutzutage. Am späten Freitagnachmittag steht fest, es existieren zwei Videos. Eines bei der Bundesanwaltschaft, es zeigt den Tatort ohne Grams, und eines bei der Schweriner Staatsanwaltschaft, die um 17.01 Uhr in einer Pressemitteilung von Aufnahmen eines in dienstlicher Eigenschaft anwesenden Zeugen sprach. Auf diesem Video ist Wolfgang Grams noch auf den Gleisen liegend zu sehen. Mehr noch, auch in der Unterführung soll gedreht worden sein. Unter anderem sei auch der ominöse dritte Mann gefesselt auf dem Boden liegend zu sehen. Doch auch das ist noch nicht alles. Mir ist gerüchteweise nur bekannt, dass es Aufnahmen geben soll, auch aus dem Tunnel. Aber auf den Aufnahmen soll sich nur Frau Ruckfeldt befinden, nicht Herr Grams. Das Desinformationsdesaster geht in eine neue Runde. Bislang ungeklärt ist die Frage, ob es sich bei den jetzt vorliegenden Aufnahmen um Ausschnitte oder Originalkassetten handelt. Die Frage, ob auch die Schüsse auf Grams zu sehen sind, beantwortet die Bundesanwaltschaft eindeutig. Sie sei vom BKA dahingehend unterrichtet worden, dass kein Videomaterial über den Schusswechsel existiere. Das Fax ging am Freitagabend kurz vor 21 Uhr in der Spiegel-TV-Redaktion ein. 14 Tage sind seit der Schießerei vergangen und noch immer ist die Spurensuche nicht abgeschlossen. Dabei hätte zumindest in puncto Videoaufnahmen schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt Klarheit bestehen können. Zeugen gab es genug. Also mir haben Augenzeugen hier aus dem Ort, Nachbarn gewissermaßen, berichtet, die dort unmittelbar vor Ort waren, als die Verwundeten noch dort lagen, dass Männer in Zivil mit einer Kamera ausgerüstet, eine Kamera, die etwas größer ist als eine handelsübliche Videokamera, also mit einer Kamera, die wahrscheinlich von Untersuchungsbeamten benutzt wird, dort gefilmt haben. Und zwar insbesondere die Munitionshülsen, die auf den Boden gelegt haben. Der Zeuge sagte, der eine Herr hatte mit einer Pinzette die Munitionshülsen angehoben und die Kamera wäre dann darauf gegangen. Zwei Tote auf dem Bahnsteig und ein Kameramann, der sich in erster Linie für Geschosshülsen interessiert. Ab morgen wird sich der Innenausschuss des Bundestages mit den filmischen Bemühungen der Einsatzkräfte beschäftigen. So verhält sich das Bundeskriminalamt zurzeit wie die Propagandakompanie der Roten Armee-Fraktion. Eine kriminelle Vereinigung zur Demontage der eigenen Glaubwürdigkeit. Gestern demonstrierten in Wiesbaden vor der Haustür des BKA jene, die von amtlicher Seite gern als Sympathisanten bezeichnet werden. Willkommener Anlass für die Sicherheitsbehörden, die Videotruppen wieder einmal auf die Pirsch zu schicken.